der letzte Clip, da ging es ja um Anordnungen. Da habe ich eingeleitet, vermute ich doch mal, zumindest ich leite noch mal ein. Es gibt zwei Interaktionsmöglichkeiten. Wenn man im familiären Bild oder halt in der engeren Sozialgemeinschaft, ob das eine Firma ist oder Familie, spielt keine Rolle. Man hat miteinander zu tun, man kennt sich, man hat sich kennengelernt. Und wenn man da jemanden hat, der in dem sozialen Bild in der Entscheidungsgewalt unter einem steht, dann gibt es immer nur zwei Interaktionsmöglichkeiten. Entweder die Anordnung oder die Emotionalität. Letztes Mal sagte ich was zu dieser Anordnungssituation, dass es klar sein sollte, was heißt. Und dann kann ich das ganz neutral äußern und es wird verstanden. Sender und Empfänger verstehen dasselbe darunter. Nun geht es um die Emotionalität in diesem Clip. Auch bei der Emotionalität Klarheit walten lassen. Gefühle zeigen, Emotionen zeigen, wie bin ich gerade gelaunt. Und das Gegenüber ist nicht dumm, das sind Lebewesen. Ich muss nicht übertreiben. Zeigen Sie Emotionen in einer ganz normalen, vernünftigen Art und Weise, weshalb ich, bitte gut zuhören, empfehle, wenn es um den Hund geht oder um wen auch immer, auch wenn jemand nicht in unserem Fall Deutsch versteht, wenn es um die emotionale Interaktion geht, man zeigt seine Gefühle und da empfehle ich, die Worte zu verwenden, die man in seinem Jargon hat, was man also so in seinem Leben entwickelt hat für typische Sätze, für typischen Wortgebrauch, anwenden. Dann kann ich am besten eben das Emotionen transportieren. Was will ich denn sagen, wenn ich eine Emotion transportieren möchte und nicht mein normales Jargon verwende? Was will ich dann denn sagen? Waschmaschine? Blumentopf? Nein, die Worte verwenden, die einem halt in den Mund gewachsen sind. Jetzt denk doch mal mit. Hallo Schatz, ich rede mit dir. Oder hallo mein Meißle, komm mal her. Schlamper, lass uns mal buben. Man zeigt Emotionen und dementsprechend, wenn man da sich einfach fließen lässt in seinem Wortgebrauch, dann kriegt man am besten auch die Emotion transportiert, während man sich aber bewusst sein muss, dass das Gegenüber, in unserem Fall, in dem, um was es hier jetzt gerade geht, der Hund, nicht den Wortlaut versteht. Der versteht nicht den Wortlaut, aber die Emotion. Und damit ich eine gute Emotion darstelle, also dass ich die Emotion gut transportieren kann, rede. Wie mit einem Menschen, während man sich bewusst ist, er versteht die Worte nicht. Und während diesem Redens von wegen, denk doch mal mit, Schatz, oder wenn ich auf mich aufmerksam machen muss bei Ignoranz oder wenn ich beschleunigen möchte, auf Schatz, mach mal noch. Oder wenn ich bremsen möchte, hey Schatz, jetzt wird es gerade ernst. Wenn ich da meine Emotionen zeige, da kommt es eben auf die Art und Weise an, auf die Betonung. Nicht auf den Wortinhalt, während ich aber Wortinhalte verwende, mit denen ich gut meine Emotionen transportieren kann. Olaf, ja, das war jetzt Kommando, aber er driftet gerade zu weit weg. Und immer interagieren. Es gibt in diesem Konstrukt zwei Interaktionsmöglichkeiten, Anordnung oder Emotionalität, aber es ist immer interaktiv. Das heißt, mein Gegenüber muss wissen, dass ich gerade mit ihm zu tun habe. Entsprechend auch Name ganz wichtig, um die Interaktion zu beginnen, wenn man sich noch nicht ins Gesicht schaut. Weiterhin bei Emotionalität halt eben auch betonen. Ich mache Ihnen ein Beispiel, was ich bei vielen Kunden schon erlebt habe. Einfach mal zuhören schnell. Dieser Mensch ruft seinen Hund, angenommen, der heißt Nemo. Nicht der Mensch, der Hund. Nemo hier! Jetzt folgt der Nemo nicht, dann gibt er ein bisschen Gas. Auf Nemo, mach doch mal, was ich gesagt habe. Dann folgt der Nemo. So ist aber brav. Fällt Ihnen was auf? Es hört sich alles gleich an. Emotional alles auf derselben Ebene. Der Mensch gibt so viel Wert auf seine Worte, anstatt auf Emotionalität. Entsprechend, ich muss mich doch zeigen. Bei Nemo hier ist der Inhalt erklärt. Das ist eine Anordnung, das ist geklärt. Nemo hier, kann ich ganz neutral sagen. Aber dann kommen Emotionen. Hey, auf, los, hör doch mal zu. Und wenn er zuhört, so ist aber brav, Schatz. Dass sich das unterschiedlich anhört. Ich muss doch da Emotionen zum Vorschein bringen. Zum einen eine Ungehaltenheit oder eine Aufforderung. Und zum anderen mal, dass ich jetzt zufrieden bin. Und gerade beim Loben zeigt sich, wie die Menschen maßlos übertreiben. Maßlos angefeuert durch viele Hundeschulen heutzutage ihren Hund
regelrecht besingen. Ja, fein, Meisele. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Ja, viele Menschen machen sich da zum Affen, weil sie dieses Lebewesen als nicht für voll nehmen. Egal, wie sehr sie es lieben, aber dass es jemand mit Verstand ist, dass es eine Person ist, wird nicht wahrgenommen. Dann wird sich immer interessant gemacht und wird dazu angehalten, sich interessant zu machen. Sprich, die Hunde regelrecht, wie ich es eben sagte, zu besingen, anstatt zu sagen, dass man gerade zufrieden ist. Als Person und Persönlichkeit sagen, dass man zufrieden ist. So ist brav, mein Schatz. Prima. Da kann ich eine ganz erwachsene Tonlage treffen, die halt eben Zufriedenheit äußert und lieb ist, anstatt begeistert, bedankend, besingend, kasperhaft, infantil. Man will doch eine respektable Persönlichkeit darstellen, eine positiv respektable, deswegen bin ich auch lieb. Aber wie soll ich positiv respektabel sein, wenn ich herumkasper? Stellen Sie sich einmal vor, zumindest diejenigen unter Ihnen, die... Vivian! Ja, jetzt ist die Tochter, die rumkaspert. Das darf sie, aber nicht zu weit weglaufen. Wenn man einen Job hat, wenn man irgendwo angestellt ist, stelle man sich mal vor, in dem Beispiel des Lobs, der Chef ist zufrieden und dann sagt der Chef zu einem, oh, das hast du aber toll gemacht heute. Wie fühlen Sie sich? Gelobt? Nein, man ekelt sich, denkt sie, oh komm, bleib du mal einen Meter weg von mir. Man hat einen Deppen vor sich. Wenn der Chef aber sagt, das war ein prima Job heute, schön, dass Sie da sind, dann fühlt sich das doch besser an. Ich bin von einer Persönlichkeit, von einem erwachsenen, vernünftigen Menschen auf liebe Weise als gut empfunden und bewertet worden. Das fühlt sich doch besser an, als dass ich bekaspert werde. Aber weil die Tiere immer als minderbemittelt angesehen werden oder auch kleine Kinder, wird da drauf eingeflötet. Ja, super, Schatz. Wie sieht der sie denn? Leben lebt. Das ist ja eine Grundlage dessen, was ich immer erkläre. Leben lebt. Die Gefühle bleiben sich gleich. Ja, wir Menschen haben eine große Vorstellungskraft durch unser großes Wortkontingent und haben deswegen die ganze Technisierung, unsere Gesetzeswelt, weil wir uns das ausdenken können mit unseren vielen Worten. Aber Gefühle ändern sich nicht. Gefühle bleiben sich gleich. Ihr Hund fühlt nicht anders wie Sie. Nur weil er keine Worte zur Verfügung hat, um zu verstehen, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Dementsprechend sich da als Person zeigen, im Loben aufpassen, dass man sich nicht erniedrigt oder bedankt, sondern man sagt, dass man zufrieden ist. Braver Schatz, prima gemacht. Ist ein schönes Lob. Das ist lieb, aber man bleibt dabei noch Person. Und weiterhin, was zur Emotionalität noch zu sagen ist, nebst die Emotionen zum Ausdruck bringen, weshalb man am besten das Jargon verwendet, was man eben so auf den Lippen hat, um die Emotion zu transportieren. Da geht es nicht um die Worte, sondern um die Emotion. Die muss ich halt eben rauskriegen. Zum Zweiten, nicht sich erniedrigen, gerade beim Loben. Da bin ich lieb, aber nicht begeistert oder bedanken und schon gar nicht infantil. Und dann zum Dritten, was noch wichtig ist bei der Emotionalität, nicht hinschwätzen. Nicht hinreden, nicht hinlabern, sondern interagieren. Entschuldigung, ich drehe mal schön den Kopf. Der hat da gerade hingemacht. Also, hast du noch eine Tüte? Ich habe eine Worte. Gerade bei Emotionalitäten, da reden die Menschen gerne hin. Etwas wie, der Hund legt sich in den Schatten. Na Schatz, ist das gerade warm? Oder der isst. Na Meisle, schmeckt das? Oder ähnliches. Und da muss man doch erkennen, ich rede nur hin. Ich kommentiere, was er macht. Womit, wenn ich mal darüber nachdenke, man weiterhin erkennen kann, es ist doch nur eine Zuneigungsbezeugung. Wenn ich den nicht lieb hätte, dann würde ich nicht kommentieren, was er da macht. Ich würde es nicht mal bemerken, solange er auf den Geist geht. Aber man hat sein Gegenüber bzw. seine Familienmitglieder lieb, hoffe ich doch mal, sonst brauche ich sie nicht da sein. Und dann ist man auch immer mal wieder gedanklich dran behaftet, was der Junge so macht. Und dann kommentiert man das gerne und das ist eben nicht gut. Kommentieren Sie nicht, sondern interagieren Sie. Das heißt, man erkennt, der versteht ja die Worte nicht, also ist nur eine Zuneigungsbezeugung in dem Moment. Dann machen Sie eine draus. Machen Sie eine, Sie können denselben Satz sagen, wie zum Beispiel, na Schatz, ist das gerade warm? Während Sie aber anfassen, streicheln Sie geschwind, hallo mein Meister, ist das gerade warm? Machen Sie eine Interaktion draus, anstatt nur hinzulabern, zu kommentieren, was der macht, während der denkt, ja, schwätzt du und sich in der Schatten legt. Ich mache mal ein Beispiel, wo ist er denn jetzt? Olaf, komm mal bitte näher. So, ich war jetzt, bitte wieder zu mir, ich war jetzt mit Name anordnend, beachte mich. Und dann war ich nur emotional. Komm mal bitte näher, ist kein Kommando, nur Emotionalität. Und wir kennen uns schon gut jetzt im Laufe des letzten Jahres, seit er da ist.
dann weiß er schon, ich baue jetzt eher mal näher auf. Ich baue jetzt lieber mal Nähe auf, wenn der mich anspricht. Und jetzt, er torkelt da rum. Etwas wie, na Schatz, Schwarzer, Olaf. Ja, brav. War wieder Kommando, ich weiß nicht den Namen, aber dass er es kapiert, dass ich mit ihm rede, jetzt mache ich weiter. Na Schatz, ist das langweilig? Oder hast du was Gutes gefunden zum Rumschnuppern? Hm? Scheißerle. Mein großer Bube, mein Schwarzer. Ist schon recht, Schatz. Hab ruhig Spaß. Jetzt sieht man, ich habe Worte verwendet, die er nicht versteht, aber war lieb. Von der Art und Weise her war ich lieb. Und er hat es erfassen können, dass ich mit ihm etwas tue, nämlich lieb sein. Und seinerseits hat er mir das Feedback gegeben, nicht wegzulaufen, hinzuhalten. Auch wenn er gerade keine Zeit und keine Lust zum Schmusen hat. Er weiß, wenn der Vater was mit mir tut, dann hebe ich halt mal nach. Dementsprechend, da war Substanz drin, indem ich ihn auch berührt habe und betont habe, dass ich ihn lieb habe. Und er das dann halt eben so entgegengenommen hat, aber mich nicht respektlos behandelt hat, indem er halt eben hingehalten hat. Und dann war es eine Interaktion. Acht geben, dass sie nicht hinreden, sondern interagieren. Deshalb empfehle ich vor allem anfangs, dass man berührt bei seinen liebgemeinten Sätzen und Kommentaren, damit eben eine Schmusesituation draus wird, die für ihn erkennbar wird und für einen selbst auch erkennbar wird, ob er drauf eingeht oder ob er einfach weiter torkelt. Weil sonst war es ein Hinreden. Und das machen sie nie. Sie interagieren immer. Nie hinreden. Entweder ist man anordnend oder halt eben emotional. Aber man redet nicht einfach nur hin, während der Junge was anders macht.